Wir fragen heute ein Mädchen, ob es mit uns auf einen Ball gehen möchte. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihr. Alles klar, Freunde. Ich frage jetzt meinen Schwarm, ob die mit mir vielleicht zum Ball gehen möchte. Denn jetzt, ich habe jetzt hier meinen Abschlussball, Freunde. Ich habe jetzt mal gerade geklingelt. Mal gucken, ob sie rangeht. Und, oh, sie macht die Tür auf. Irgendwas stimmt hier nicht. Lass mal nachsehen. Okay, Freunde, wir gehen mal rein und schauen mal. Okay, ich weiß noch nicht. Sieht schon ein bisschen gruselig aus. Also, eigentlich sollte sie doch hier sein, Freunde. Wo ist denn sie jetzt hin? Hallo? Hallo? Wow! Was? Komm raus von hier. Oh mein Gott, Leute, schnell weglaufen. Wow, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ich sehe hier gerade irgendwie keinen, Freunde. Wo könnte sie denn bitte schon gerade sein? Okay, komm, wir gehen mal ein bisschen in den Gang entlang. Wir müssen jetzt anscheinend hier runtergehen zum Dungeon. Ich glaube, da hat sie vielleicht irgendwelche anderen Leute eingesperrt oder so. Oh Gott. Hier ist der erste Schlüssel, Freunde, den wir schon mal gesammelt haben. Anscheinend gibt es hier sogar... Oh mein Gott, hier gibt es sogar noch ganz viele Schlüssel. Und wir haben jetzt 2 von 3. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir 3 Schlüssel haben. Deswegen bleibt dran, um das nicht zu verpassen. Und ich werde auch gucken, ob sie nachher noch mit mir zum Abschlussball kommt. Leute, guck mal hier. Wir haben hier den 3. Schlüssel. Und jetzt habe ich 3 von 3 Schlüssel. Ich bin mal gespannt, was die gleich bringen werden. Guck mal jetzt hier. Ah, wir brauchen die, um den Raum zu entsperren. Und dann haben wir jetzt hier unseren ersten Kontrollpunkt. Und guckt euch das mal an. Ganz viele Beeren fallen. Ich glaube, das hier muss der Keller sein, Freunde. Uiuiuiui. Ich würde mal sagen, ich weiche mal ganz entspannt den Bärenfallen aus. Leute, ich habe immer noch hier diese Blumen, die ich hier mitbringen möchte. Aber sie ist einfach nicht hier. Vielleicht wird sie die auch gar nicht annehmen, Freunde. Ich weiß nicht. Ich probiere es trotzdem einfach mal. Ich gehe jetzt mal ganz lang. Muss hier kurz warten, bis es jetzt hier wieder... Oh, bis der Dampf da weggegangen ist. Ey, Leute, ich bin so gespannt. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch jemanden habt, auf den ihr so ein bisschen abfahrt. So ein Schwarm, den ihr hinterher seid. Also ich werde es heute probieren und ihr werdet es heute im Video erfahren, ob ich es schaffe, sie mit auf meinen Abschlussball mitzunehmen, Leute. Es ist echt heute mega, mega spannend und wir müssen sie ja natürlich auch erstmal aus ihrem Körper befreien, ne? Okay, wir müssen anscheinend einen Hebel reparieren. Oh, da vorne ist der Hebel, den wir reparieren müssen. Okay, dann gehen wir ganz kurz über die Plattform und dann müssen wir den irgendwie anscheinend gleich einmal reparieren. Oh, Freunde, okay, schnell rüberspringen. So, und dann reparieren wir mal ganz kurz hier den Hebel. So, reparieren, reparieren, Freunde. Oh, ich bin gespannt, ob ich das schaffen kann heute. Und wir haben den Hebel repariert. Oh ja, seht ihr das hier, Leute? Die rote... Oh, komm, jetzt hier schon rüber, genau. Und zwar können wir jetzt hier nämlich, zack, die Schlüsselkarte benutzen und dann durch den Fahrstuhl gehen. In den Fahrstuhl rein, Freunde. Wow. Ey, so sind wir jetzt hier angekommen. Auf welcher Etage? Oh mein Gott, es ist aber ziemlich dunkel hier. Wow, es ist komplett dunkel. Was ist gerade mit den Lichtern passiert, Freunde? Okay, ich würde mal sagen... Nein! Da ist unser Schwarm, Freunde. Oh nein, wir müssen entkommen. Wow! Sie ist hinter uns. Nein, ich bin hier eingesperrt. Oh, Mann. Okay, okay, dann müssen wir hier lang laufen. Oh mein Gott, sie ist direkt hinter uns, Freunde. Das war gerade eine Sackgasse. Ey, tut mir leid. Ich frag dich nie wieder, okay? Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Oh Gott, die... Ah! Oh mein Gott, das war gerade so knapp, Freunde. Die war gerade so nah hinter uns, ne? Alter, das hätte gerade richtig böse enden können. Holy moly, wir sind denn jetzt hier? Leute, ich habe irgendwo... Nein, ich habe irgendwo meinen Blumenstrauß vergessen. Ich muss den Blumenstrauß, glaube ich, jetzt hier irgendwo fallen gelassen haben. Lass mal weitergehen und probieren, den Blumenstrauß auf den Weg zu finden. Ihr müsst auf jeden Fall mitgucken, Leute. Habt eure Augen auf das Ziel, dass wir unseren Blumenstrauß finden. Sonst werden wir auf jeden Fall nicht die zurückgewinnen, Freunde. So, komm, wir gehen mal ganz kurz hier lang. Und bloß nicht von diesen Messern berühren werden. Oha. In welcher Lagerhalle sind wir denn jetzt hier gerade gelandet, Leute? Oh mein Gott, wie hoch das auch geht, ne? Okay, komm. Ich würde mal sagen, wir drücken mal ganz kurz hier den Knopf. Und dann fahren wir hier mit dem Aufzug nach oben. Ey, das ist ja richtig cool. Ey, Leute, das Ding ist, wir gehen jetzt hier auf eine komplett neue Etage. Oh mein Gott, was ist da oben, Leute? Oha, ich bin jetzt gerade mega gespannt, was sich hier oben verbirgen wird. Oh mein Gott, eine geheime Tür. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal in die geheime Tür rein und schauen mal, was sich da drin befindet. Leute, sie hat hier so Stolperdrähte aufgestellt, hä? Die möchte echt nicht, dass sie quasi mit auf den Ball geht, ne? Oh mein Gott, Freunde. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir über die ganzen Stolperdrähte rüber. Da rechts, habt ihr den gesehen gerade? Da liegt jemand. Und oh Gott, was ist denn das jetzt hier gerade? Irgend so ein Totenkopf und wir sollen da sogar reinspringen. Ich würde da jetzt nicht gerade gerne runterspringen, Freunde, aber komm, wir machen das. In die Mario Kart Röhre. Oh.
Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Wir sind gerade in irgendeinem... Oh mein Gott, habt ihr sie gerade gesehen? Da ist sie, ne? Das ist die Unterwelt. Und es ist auch so dunkel hier gerade drin, ne? Ich will am liebsten jetzt ganz schnell rausfreuen aus dieser Unterwelt. Dieses ist auf jeden Fall mir gerade gar nicht geheuer. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Oh, hier sind auch Löcher und sowas, ne? Guck mal, da ist sie einfach gerade... Warte, sie guckt uns ganz komisch gerade an, ne? Wow, nein, wow, wo falle ich hin? Freunde, wow. Wir sind da, glaube ich, gerade in der Toilette oder sowas gelandet, ne? Hä? Oha, oh mein Gott. Wie tief es geht denn? Das geht ja mega tief noch da nach runter, ne? Ey, Leute, ohne Spaß, bleibt unbedingt dran, um nicht zu verpassen, wie wir jetzt ihr nachher den Strauß wiedergeben. Ich muss den jetzt halt irgendwie finden. Komm schon, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter. Und oh, wozu ist denn jetzt das Ding jetzt hier? Wie uns anscheinend... Oh mein Gott, dafür muss ich ja 5 Stück finden, ne? Okay, wir brauchen jetzt 5 von diesen Schraubenschlüsseln, um dann quasi jetzt, glaube ich, hier durch so eine Tür oder so zu kommen. So, jetzt haben wir schon mal 2 Stück von 5, was schon mal sehr, sehr wichtig ist, Freunde. Komm, gehen wir weiter jetzt hier. Und oh mein Gott, wir haben jetzt hier den dritten Schraubenschlüssel von 5, ne? Okay, ich glaube, hier unten sind noch ein paar Leute. Oh mein Gott, das sieht auf jeden Fall echt nicht sicher jetzt hier gerade aus, wenn ich langlaufe. So, Schraubenschlüssel Nummer 4. Wo könnte jetzt hier der 5. sein? Ist hier unten irgendwo... Leute, ich glaube, irgendwo hier unten ist der 5. Schraubenschlüssel. Oder? Finde 5 Schraubenschlüssel in dieser Stage, um den Hebel zu reparieren. Ziehe dann dieses Ding, um das Tor zu öffnen. Ah, hier! Hier ist der 5. Und, ah, warte mal, wir müssen jetzt hier unten erstmal ganz kurz den Hebel reparieren, Freunde. Gut, das kriegen wir hin, das ist ja kein Problem. Dann einmal ganz kurz jetzt hier wieder Hebel reparieren. Da muss erstmal wieder der Handwerker Broxy am Start freuen, dass wir den kompletten Hebel gleich repariert haben. Aber wie hoch wir gerade auch gefahren sind und wie das hier auch alles voll am Stinken ist, Freunde. Okay, komm, jetzt haben wir fast den komplette... Ja, wir haben jetzt den Hebel repariert, Freunde. Umgelegt, jetzt sollte, glaube ich, die Tür aufgemacht worden sein. Ich gehe mal ganz kurz nach oben und schau mal. Und ja, Tatsache, Leute, die Tür ist auf. Okay, jetzt müsst ihr natürlich irgendwie nur gucken, dass wir jetzt hier an diesen richtig, richtig großen Schleimbolzen vorbeikommen. Oh mein Gott, genau das meine ich jetzt hier gerade, Leute. Das heißt, hier müsst ihr warten, bis aufhört, ja, dass da Schleim rauskommt. So, jetzt kommt schon Lauf, Lauf, Lauf. Und ich glaube, ich muss jetzt kurz stoppen. Ja, hier kommt nämlich gerade wieder mega viel Schleim raus. Boah, Leute, so eine Kanalisation da bis zum Grauen. So, komm schon, Lauf, 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 Lauf. Nein, 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 er zeigt schon rot an. Ich muss wieder warten. Okay, ich warte jetzt ganz kurz, bis der Schleim vorbei ist. Aber ich glaube, ich habe sie gerade eben schon da hinten gesehen, ne? Oder? Oh nein. Leute, guckt euch das mal an. Das müssen die ganzen Toten sein von dem Abschlussball, die sie quasi in den... Oh mein Gott! Was war das denn jetzt hier gerade? Aber wir müssen den Leichen... Oh mein Gott, das habe ich jetzt aber gerade richtig erschrocken. Okay, wir müssen diesen Leichen ausweichen. Ich bin gerade voll außer in einen reingelaufen. Boah, ich habe mich gerade mega erschrocken, Freunde. Okay, dann jetzt hier kurz die Seilbahn benutzen, Freunde. Alter, ich sehe ja gar nichts. Es ist voll dunkel. Guck mal, Freunde, die Seilbahn. Wo führt die hin? Ich sehe gar nichts. Yeah, und wir sind jetzt hier angekommen mit der Seilbahn. Ey, was war denn jetzt hier gerade los, Freunde? Boah, okay. Also das Ding ist, man hat schon mal gesehen, unser Weg, den wir gerade gehen, ist sehr, sehr gefährlich. Weil es waren ja schon 3 Leute da, die einen Korb von ihr bekommen haben und leider nicht so gut wieder rausgekommen sind. Okay, jetzt können wir ganz kurz mal weitergehen jetzt hier. Komm, spring schön hier rüber, über die ganzen Fässer. So, hier schön, genau, die ganzen Fässer mitnehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, es ist echt einsam hier, muss ich sagen, ne? Kann ich jetzt endlich mal meinen Blumenstrauß wiederfinden? Oh, okay, schnell gelaufen und schnell rüberspringen. Oh mein Gott, warum sind die Boxen hier so klein? Das sind ja so gefühlt Boxen für so kleine Ameisen. So, okay, jetzt müssen wir ganz kurz hier rüberspringen. Okay, und hier durchlaufen. So, Freunde, das haben wir auf jeden Fall auch schon mal geschafft. Okay, gehen wir mal ganz kurz durch die Tür jetzt hier durch. Oh mein Gott, Leute. Oh, was, hier sind Abschussballopfer? Die sind immer noch am Leben. Guckt euch den mal... Oh, oh, oh. Kämpfe oder flüchte vor den Zombies? Oh mein Gott, Leute, wir müssen vor dem Zombie flüchten. Der ist direkt hinter uns. Hilfe, Hilfe. Nein, noch ein Zombie. Leute, oh mein Gott, es sind schon 2 Zombies hinter mir. Oh nein, oh mein Gott, hier sind so viele Zombies. Was ist denn hier jetzt gerade los, Freunde? Oh mein Gott, lauf. Lauf, 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 durch die Tür. Durch die Tür. Oh mein Gott. Haut rein. Haha, wir sind... Leute, sind den Zombies ausgewichen. Oh, ich wurde gerade fast gepresst.
Ich hol gerade ganz knapp gepresst, Freunde. Okay, müssen wir ganz kurz warten. Ich wusste nicht, dass das Ding das so lange noch braucht. Komm schon, lauf. Lauf entgegen von dem Presser. Okay, jetzt hier schnell durch. Oh mein Gott. Okay, dann lass mal ganz kurz hier reingehen. Wo sind wir denn jetzt hier gerade gelandet? In welchem Zukunftsraum? Was? Das Spiel rotes Licht, grünes Licht. Okay, stopp. Nicht weiterlaufen. Das Mädchen guckt. Okay, los, 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 los. Stopp. Oh mein Gott. Los, 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 lauf, 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 lauf. Stopp. Oh mein Gott, Leute. Das wird ja mega spannend jetzt hier gerade. Los, 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 lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Stopp. Nicht bewegen, Freunde. Okay, jetzt aber lauf, 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 lauf. Ja. Oh mein Gott. Arbeite dich runter zum Tunnel. Okay, Freunde. Ich würde mal sagen, okay. Oh. Er guckt nach unten. Oh, was? Wie lang ist denn der Tunnel, Leute? Da müsstet ihr irgendwie runtergehen. Dann alle hopp und alle hopp. Und auch auf die Äste gehen, Leute. Ganz wichtig. Jetzt hier. Oh mein Gott, ich bin gerade fast durchgefallen. So, jetzt hier ganz kurz weitergehen. Über die Äste wieder rüber. So, und dann sind wir jetzt hier sogar schon unten am Tunnel angekommen. Oh mein Gott, was ist denn hier unten los? Okay, wir gehen ganz kurz die Treppe runter. So, wir brauchen anscheinend hier nochmal ganz kurz ein paar Schlüssel. Brauche ich noch einen Schlüssel? Ist da oben noch ein Schlüssel, Freunde? Ich glaube nicht, ne? Er spielt Piano. Ist ja voll cool. Ist hier noch irgendwo? Warte, wir brauchen... Ah, da! Hier ist der Schlüssel versteckt, Leute. Hinter dem Piano. Okay, lass mal ganz kurz die Tür aufmachen jetzt hier. Oh mein Gott, die sind da uns! Wow! Was? Okay, Leute, wir müssen den Stellen kommen. Abhauen vor der. Die ist direkt hinter uns. Miss Mary. Oh. Okay, Geschwindigkeit, Leute. Wir müssen auf jeden Fall mit Geschwindigkeit jetzt hier richtig reingehen. So, hier schön über alles Mögliche rüberspringen. Das schaffen wir auf jeden Fall auch. Komm schon. Zack, zack, zack. Yippie, yippie. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall alles mitnehmen. Und hier muss irgendwo noch mein Blumenstrauß sein, Freunde. Hier muss irgendwo mein Blumenstrauß versteckt sein. So, jetzt gehen wir mal rechts rum. Rechts ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und dann können wir schön rüberspringen. Und jetzt sind wir sogar schon fast jetzt hier. Ja, wir sind jetzt hier schon mal... durch das Tor durch. Renne den Gang runter. Wir brauchen schon wieder drei Schlüssel, ne? Ich glaube, ich habe gerade einen übersehen. Okay, einen Schlüssel haben wir schon mal. Hier ist nochmal der zweite Schlüssel. Und da vorne ist der dritte Schlüssel, Freunde. Den nehmen wir mal ganz schnell mit jetzt hier. Und zwar genau hier den dritten Schlüssel. Okay, ich glaube, hier vorne war irgendwo eine Tür. Ja, genau. Hier können wir durch die Tür gehen, Leute. Mann, ich möchte jetzt endlich mit dir auf den Abschlussball gehen. Was ist da? Nein! Sie schon wieder. Okay, wir müssen... Oh mein Gott, sie kommt. Wir müssen durch das Spiegellabyrinth durch, Freunde. Okay, jetzt hier schön langlaufen. Oh mein Gott, die ist direkt hinter uns, Freunde. Oh, da ist sie schon. Oh mein Gott, da ist sie. Okay, wir müssen jetzt echt unseren Weg hier durchfinden. Ich glaube, ich bin auf einem richtig guten Weg. Ist sie schon näher dran? Oh mein Gott, die ist... Oh mein Gott, wir sind durchgekommen. Okay. Oh mein Gott, ganz viele Messer. Wo kommen die denn jetzt gerade her? Okay, dann laufen wir ganz schnell jetzt hier durch die Tür. Und dann müsst ihr durch das Wohnzimmer laufen. Hey, wer bist du denn? Okay, dann lass mal ganz kurz hier durchlaufen und dann... Oh, was ist denn jetzt hier? Okay, können wir jetzt hier... Oh mein Gott, wir müssen mit der Bazooka das Mädchen zerstören, Leute. Okay, Bazooka ist genommen und jetzt müssen wir den finalen Boss töten und zwar das Mädchen. Oh, die hat einen Panzer, Freunde. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, die wird locker auf uns schießen oder sowas. Okay, ich glaube, ich muss nach unten gehen, Leute. Okay, wir müssen runterspringen. Auf sie mit Gebrüll. Okay, wir haben sie jetzt fast, Freunde. Komm schon, Bazooka auf sie rauf. Sie sind noch 700 Leben. Wir müssen sie besiegen. Wir haben sie leider nicht, wir haben leider nicht den Blumenstrauß bekommen. Deswegen ist sie jetzt sauer auf uns, Leute. So, jetzt hier schön. Zack, Bazooka gegen... Ey, ihr Panzer soll schnell. Die wird mich gleich überfahren. Bitte nicht mich überfahren. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich hab dir noch nichts getan. Bitte, ich hab dir nichts getan. Wirklich, du bist doch mein Schwarm. So, komm, sie hat nur 350 Leben, Freunde. Wir haben es fast geschafft. Dann haben wir sie endlich geholt. Auch wenn wir sie dann nicht auch mit auf den Abschlussball nehmen können. Oder vielleicht befreien wir sie sogar so aus ihrem Körper, ne? So, komm schon. Und noch zwei Schüsse. Oh mein Gott, seht ihr hin, das Pony? Ich will das Pony haben. Okay, letzter Schuss. Letzter Schuss. Ja. Wow. Was? Leute, wir können den Trophäenraum besuchen. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Ja! Wenn ihr von mir wollt, Like und Abo. Ciao, ciao.